Die Tamarindenkerne. Vor vielen, vielen Jahren, da lebte einmal eine Frau. Sie hatte zwei Söhne. Der Ältere war dumm und an Wissen leicht. Der Jüngere aber war ein Denker. Als ihr Mann gestorben war, zog die Frau ihre Söhne allein groß. Schließlich war sie ganz schwach von der vielen Arbeit und der Anstrengung, die es kostete, für zwei heranwachsende Söhne Nahrung zu beschaffen. Eines Tages sank sie vor Schmerzen geschüttelt zu Boden. Sie wusste sie, dass sie nicht mehr lange zu leben hatte. Sie rief ihre beiden Söhne, die inzwischen zu kräftigen Jünglingen geworden waren, herbei und sprach zu ihnen in Liebe: Ihr Kinder, mein Leben ist zu Ende. Noch heute werde ich sterben. Darum hört meinen letzten Willen. Ich bin eine arme Frau und habe keinen Schatz, den ich euch als Erbe hinterlassen könnte. Doch besitze ich ein Bambuskörbchen voll Tamarindenkerne. Ich habe sie selbst gesammelt. Die will ich euch verteilen. Das soll der Schatz sein, den eure Mutter euch vererbt. Nun müsst ihr selbst für eure tägliche Nahrung sorgen. Wenn ich gestorben bin, so trennt euch voneinander und jeder folge seinem eigenen Weg. Schon die Alten haben gesagt, es ist nicht gut, wenn Geschwister zusammen wohnen. Sie können miteinander in Unfrieden geraten. Das ist mein Verdächtnis. Nun verteilte die Mutter die Tamarindenkerne und gab jedem Sohn die Hälfte aus dem Körbchen. Als sie damit fertig war, nicht lange, so starb sie. Die Brüder nahmen die Leichnam und verbrannten ihn nach dem Brauch. Dann trennten sie sich und jeder ging auf einen anderen Weg fort, wie die Mutter es befohlen. Die Tamarindenkerne legten sie in ein Tuch und nahmen sie mit. Als er das Tuch aufnahm, dachte der Unkluge: Was kann man mit solchen Tamarindenkernen tun? Sie sind der Schatz, den die Mutter mir vererbt. Aber kann man damit Handel treiben? Nein. Denn wen verlangte schon nach Tamarindenkernen, wo es doch überall in Hülle und Fülle davon gibt? Wegwerfen kann ich sie nicht, weil sie sind mein Erbe sind. Mitnehmen aber mag ich sie nicht. Ich werde sie rösten und essen. Das ist besser. Ich werde sie verspeisen zum Gedenken an meine Mutter. So dachte der ältere Bruder, betrat ein Haus im Walde, bat um eine Pfanne und röstete die Tamarindkerne. Dann legte er sie wieder in sein Tau und verspeiste sie auf seiner Wanderung einen nach dem anderen, und sie waren sein Wegzehr. Als sie aufgegessen waren, musste der Jüngling Hunger leiden, denn er wusste nicht, wie er durch die Arbeit Nahrung schaffen könnte. Er ging von Haus zu Haus und erbat sich von den Bürgern Speise. Not und Sorge suchten ihn heim, und sein Gewand hing ihm bald nur noch in Fetzen um die Lenden. Er war zum Bettler geworden. Der jüngere Bruder dagegen war klug und verständig. Als die Mutter ihm die Tamarindenkerne gegeben hatte, dachte er: Ich bin arm und besitzlos. In ihrer Todesstunde gab mir die Mutter ihren Schatz. Nun hat sich mein Bruder von mir gewandt. Ich bin allein. Alle Kraft sollte ich zusammennehmen, um einen Ausweg zu ersinnen. Ich muss meinen Lebensunterhalt selbst verdienen, damit die Nachbarn sehen, dass ich auf eigenen Füßen stehen kann. Meine Mutter hat mir Tamarindenkerne gegeben. Das ist der Schatz, den sie mir hinterlassen hat. Ich muss einen Weg finden, Nutzen aus meinem Erbe zu ziehen. Vielleicht sollte ich sie auch sehen. Wenn sie aufgewachsen, werden bald zarte Blättchen und Spitzen hervorsprießen. Die Spitzen werde ich sammeln und auf dem Markt als Gemüse verkaufen. Von dem Erlös will ich leben. So dachte er und legte Hand an. Sein Acker grub er um, dann steckte er die Tamarindenkerne in die Erde. Nach kurzer Zeit schon wuchsen hübsche Bäumchen aus der Scholle hervor. Er sammelte die zarten Spitzen und Sprossen und verkaufte sie. Bald waren die Bäume groß und blühten und brachten Frucht.
Er pflückte die Früchte und verkaufte sie. Und als er viele verkauft hatte, hatte sich eine Menge Geld angesammelt. Wie die Zeit verging, so verbesserte sich seine Lage, denn er war ein sparsamer Mann. Was er kaufen wollte, kaufte er. Aber was er nicht brauchte, das kaufte er nicht. Er trank kein Rauschwasser und rauchte kein Rauschgift. Glücksspiele mied er, denn sie sind der Weg zur Zerstörung. Jedes Mal, wenn ein Monat oder ein Jahr vergangen war, wurde er reicher und seine Stellung ward gut und besser. Er hatte Felder, Elefanten, Pferde und Dienstleute ohne Zahl. Nun galt er als reicher Mann, und es war es. Sein Reichtum aber war gegründet auf die Tamarindenkerne, das ist gewiss. Der ältere Bruder dagegen war arm, und sein Herz litt hunderttausendfache Not. Bettelnd um seine täglichen Reis ging er dahin, von einem Dorf wanderte er zum anderen, mal schlief er hier, mal dort. Er zog umher wie die Zugvögel. Oft bekam er nichts zu essen. Dann musste er hungern und mit Wasser den Magen füllen statt mit Reis. Er hatte nicht Verstand genug, um zu sehen, dass er etwas lernen müsste, um sich ernähren zu können. Seine Not war so groß, dass er weinend fast sein Augenblut vergoss. Da musste er an seinen jüngeren Bruder denken und er machte sich auf die Suche. Überall fragte er nach ihm und schließlich erfuhr er, dass sein Bruder sein Glück gemacht hatte und im Reichtum lebte. Das erfreute sein Herz und geradwegs ging er, den Bruder in seinem Haus zu besuchen. Als er vor dem Tor stand, sah er, wie groß und geräumig das Haus seines jüngeren Bruders war. Sein Herz schmerzte ihn und er dachte: Ich bin allzu arm und bedrückt. Wenn ich hineingehe, mein Bruder zu besuchen, so muss ich mich schämen vor den Nachbarn. Besser wäre es, weiterzuziehen. Aber ich weiß, wie gutherzig und wie freigebig mein Bruder ist. Stets half er den Armen und gab Almosen den Hungernden. Ich sollte anklopfen, um ein paar Bissen Reis bitten. Mein Bruder braucht gar nicht zu erfahren, dass ich hier war. So dachte er und betrat das Haus seines Bruders. Er trat zu den Sklaven in die Küche und bat sie um Nahrung. Dann wartete er, denn er wollte die Gelegenheit ergreifen und einmal nun seinen jüngeren Bruder sehen. Als er ihn endlich vorübergehen sah, war er zufrieden. Doch sein Bruder blieb stehen und ihre Blicke trafen sich. Als der Jüngere den Älteren ansah, war es ihm, als habe er den Fremden schon einmal gesehen. Er schaute, bis ihm die Erinnerung kam, und er wusste, dies ist mein Bruder. Als der jüngere Bruder nun wusste, wer ihn vor sich hatte, ergriff tiefes Mitleid sein Herz. Er ging in die Empfanghalle und ließ seine Diener den fremden Gast hereinführen. Als der ältere Bruder eintrat, erhob er sich, ging auf ihn zu, ergriff seine Hände in herzlicher Liebe und sprach: Bruder, kennst du mich denn nicht mehr? Ich bin dein jüngerer Bruder. Da öffnete sich dem Älteren die Quelle des Augenwassers. Er schluchzte. Warum sollte ich mich an dich nicht mehr erinnern können? Ich erinnere mich wohl, aber ich schäme mich allzu sehr vor dir. Du bist reich geworden, ich aber bin so arm, dass ich mein Augenblut darüber vergießen sollte. Die Brüder fielen sich um den Hals und weinten. Als ihr Schmerz erging, sagte der Jüngere: Lieber Bruder, von nun an brauchst du nicht mehr Not zu leiden. Du bleibst hier. Ich habe Schätze genug, dass auch du davon dich ernähren kannst, solange dein Leben währen mag. Du bleibst bei mir, nicht wahr? Ja, lieber Bruder. Der Ältere nahm den Vorschlag an, denn er konnte die Schmerzen des Wanders nicht länger ertragen. Dann fragte er: O geliebter Bruder, mein Herz ist bestürzt. Du hast von unseren Eltern Tamarindenkerne erhalten als Erbe, wie auch ich. Was hast du getan, dass du so reich geworden bist? Erklär es mir, dass ich es weiß. Der Jüngere lachte und erzählte seine Geschichte.
Der Ältere vernahm es und dachte: Wer Verstand, Besitz und keinen Schatz, wird reich. Wer keine Klugheit hat, aber einen Schatz, dem wird sein Reichtum verrinnen. In Not gerät, wer nicht denken mag in die Zukunft.